Herzlich willkommen zu Mafia 3 und damit willkommen zu einer neuen Let's Play Serie, wenn man so möchte. Ja, Hitman hatten wir, GTA 5, LSPDFA, die verschiedensten Serien. Und jetzt geht's mit Hitman mal los. Keine Sorge, LSPDFA muss im Moment so und so eine kleine Pause machen, weil ja das neue Biker DLC draußen ist und deswegen wird es jetzt erstmal Mafia geben. Und sobald natürlich der Patch für GTA 5 da ist, wird es dann auch mit GTA 5 weitergehen und natürlich auch mit Mafia. Das wird als parallele Serie zu Hitman und natürlich GTA 5 laufen. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich habe ganz ehrlich noch nichts mehr angeschaut von dem Spiel. Ich habe mir auch nicht davor noch irgendwie Informationen eingeholt. Außer, dass das Spiel im Moment noch für die PC-Version auf 30 Frames gelockt ist. Wird aber im Laufe der Woche angeblich versucht auf 60 FPS bzw. unlocked Frame-Raten hoch zu pushen. Das bedeutet, das Video hier ist in 30 FPS, weil aber das Spiel auch nur 30 FPS unterstützt. So, ja, wir haben jetzt hier den Startbildschirm so gesehen und wählen die den Schwierigkeitsgrad aus. Ich mache mal Mittel. Ich habe keinen Plan, wie das in Mafia ist. Ich habe, wie gesagt, noch nie Mafia gespielt. Kein Mafia 1, kein Mafia 2. Auch wenn es harte Kritik dazu gibt. Wir machen mal automatisches Zielen aus und schauen direkt hier, was uns in Mafia 3 erwarten wird. Ich bin sehr gespannt. Ja, die meisten von euch wahrscheinlich auch, besonders die Mafia 1 und Mafia 2 gespielt haben. So, Mafia 3 spielt in einer fiktiven Version 1968. Okay, möglichst realistisch soll das Ganze sein. Okay. Also sie wollen es so real wie möglich darstellen, finden diese Vorgehensweise eigentlich ziemlich krass. Diese eben nicht so darzustellen wäre eben nicht richtig und deswegen wird es hier alles so real wie möglich 1968 dargestellt. Und ja, in New Bordeaux, wie man schon sieht. Ich wünsche euch viel Spaß mit der kleinen Serie. New Bordeaux, eine moderne Stadt, in der die Tradition der Südstaaten noch heute ihren Platz hat. Ich hatte ihn unterschätzt. Hätte nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Besuchen Sie das historische French Ward. Entdecken Sie die einheimische Küche in einem unserer 5-Sterne-Restaurants. Es genügte ihm nicht, sie zu töten. Lincoln Clay ging es darum, ein Zeichen zu setzen. Oder lassen Sie einen Nachmittag lang die Seele in der unverfälschten Natur am Ufer baumeln. Simon Kano hatte nicht den geringsten Schimmer, was für eine Lawine er da lostreten würde. New Bordeaux. Spaß ohne Risiko für die ganze Familie. Das ideale Ziel für ihren nächsten Urlaub. Diese Stadt hat den Krieg von 1812, den Bürgerkrieg und Gott weiß wie viele Hurricanes überstanden. Aber Lincoln Clays Feldzug gegen die Mafia richtete größere Verwüstungen an als alle Kriege und Naturkatastrophen miteinander. Okay, nach dem kleinen Werbefilm nochmals willkommen in Mafia 3. Lincolns Mutter verließ ihn so ungefähr gegen 1947. Das war etwa 2 Jahre nach seiner Geburt. Seine Mutter war Dominikanerin. Ich dachte immer, sein Vater war ein Weißer. Vielleicht Italiener, aber das war egal. Wer damals auch nur ein bisschen schwarz aussah, war eben ein Schwarzer. Wie heute auch noch, nehme ich mal an. Er blieb im Waisenhaus bis etwa 1958. Wann haben Sie Lincoln Clay kennengelernt? 1966. Ich habe aus Laos Geheimoperationen für die CIA geleitet. Er war eine Leihgabe von einem Sonderkommando von CIA und Pentagon. Er war ein ruhiger Junge. Ein braver Kerl. 2 Verwundetenabzeichen, eine Tapferkeitsmedaille und eine für besondere Verdienste. Er hat sich für dieses Land außerordentlich verdient gemacht. Nach der Schließung des Waisenhauses schloss er sich Sammy Robinson an. Sammy war der Chef der schwarzen Mafia in Delray Hollow. Ich war davon natürlich nicht gerade begeistert, aber für schwarze Jungs aus dem Waisenhaus gab es damals nicht viele Möglichkeiten. Wenn man Jungs wie Lincoln allein lässt, dann suchen sie ein Leben lang ein Zuhause. Suchen nach einem Platz, wo sie hingehören. Er hat wohl gehofft, dass er den in der Armee findet. Doch dann, nach seiner Entlassung, hat er irgendwie den Halt verloren.
Als er aus dem Krieg heimkehrte, zog es Lincoln wieder zurück zu Sammy. Sammy schuldete der italienischen Mafia eine ganze Stange Geld. Und er brauchte Lincolns Hilfe. Eine Schande, was da passiert ist. Es bricht mir das Herz. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Echtes Geld zu benutzen, um die Federal Reserves zu beklauen. Scheiß drauf, Mann. Ist doch nicht unser Geld. Das kam alles von Scaletta. Außerdem ist es nichts im Vergleich zu dem, was wir da holen. Ist das alles, was wir verbrennen müssen? Ja, alles klar. Schnapp dir die Schlüssel für den Laster, damit wir abhauen können. Okay, wir starten anscheinend hier jetzt als Lincoln, nehme ich mal ganz gediegen an. Und sind jetzt hier mit dem Herrn hier in einem Lager, mehr oder weniger, würde ich mal sagen. Und wir schauen uns jetzt hier mal um, müssen die Schlüssel holen. Ich weiß nicht, ob wir den einfach so liegen lassen. Alles Klärchen, hier hat einer anscheinend schon aufgeräumt. Saubere Sache. Holen wir mal die Schlüssel und was ist mit dem Herrn hier? Ah, den könnten wir hier auch noch ganz gediegen mitnehmen, brauchen wir aber nicht, den lassen wir da. Macht denn die Putzkolonne, gell? So, ja, das wird, glaube ich, ein bisschen kalt da drin, aber das macht ja nichts. Die Tür lassen wir mal offen stehen. Da stinkt's, glaube ich, ein bisschen drin. So, lass mal gehen, bitte. Wir haben jetzt hier einen Panzerwagen. Sieht ganz nach Geldtransport aus hier, was eigentlich der Fall sein sollte. Aber gut, ich meine, wir werden sehen, um was es sich genau handelt. Wir haben da gerade jetzt was verbrannt, unter anderem. Und jetzt heißt es erstmal in den Panzerwagen einsteigen. Ja, gehen wir auf die Fahrerseite natürlich. So. Oh, da springt das Ding aber nicht gescheit an. Ah, jetzt hat, okay. Sehr gut. Es geht los. Oh, die Musik ist schon... Die ist sehr, sehr stimmig. So, es gibt ja zwei verschiedene Fahrmodelle, Fahrmodi, wie ich kenne. Also einmal die Standardmodelle und einmal das Simulationsmodell, wo sich das Ganze noch realistisch steuern lassen soll. Wir werden jetzt mal erstmal das Standardmäßige lassen. Aber ich glaube, ich war auf der falschen Straßenseite. Ich bin noch voll im Forsa-Modus. Dann, dass es immer gut ist, jemanden zu haben, der im Notfall die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, damit man sich klammheimlich verpissen kann. Dann sag doch mal, ich fahr schon in die falsche Richtung. Das war das Verrückteste, das du da drüben erlebt hast. Das willst du nicht wissen. Hör zu, Mann, ich bin Steuerzahler. Ich habe ein Recht zu erfahren, wo mein Geld bleibt. Ah, Giorgio Marcano zahlt Steuern? Ja, verdammt, mach ich. So haben sie Al Capone gekriegt. Ich gehe nicht wegen Steuerhinterziehung in den Knast. Und, krieg ich jetzt eine Antwort, oder was? Wir waren an der Küste bei Quang Nai, haben die Zivilisten evakuiert, bevor Charlie alles überrannt hat. Wir halfen den Leuten gerade auf das Lazarettschiff. Da kommt diese Frau. Auf dem Arm trägt sie ein Baby und an der Hand hat sie ein Schwein an der Leine. Sie will gerade die Rampe hoch, da stoppt sie einen Militärpolizist und sagt, sie könne nur eins von beiden mitnehmen. Ohne zu zögern schmeißt sie das Baby ins Wasser. Der Polizist dreht total durch, befiehlt jemandem, das Kind zu retten und schreit die Frau an, ob sie noch ganz richtig im Kopf sei. Und weißt du, was sie ihm antwortet? Sie sagt, ein Baby kann ich immer wieder kriegen. Herr im Himmel. Immer, du hast gefragt. Ich dachte, du erzählst mir was von dem Typen, den sie den Sack weggeschossen haben oder sowas. Ich meine, scheiße. Diese Gespräche. Das ist ihre Schuld. Die Zustände da drüben, das war die Hölle. Stell's dir vor, heute noch baust du Reis an, züchtest Rinder. Und am nächsten Morgen ist einfach alles niedergebombt. Wenn du sie in die Enge treibst, tun Menschen so gut wie alles, um zu überleben. Ich hoffe, das war ein verdammt leckeres Schwein. Okay, jetzt fahren wir gerade zur Federal Reserve. Haben anscheinend irgendwas geladen. Ich nehme mal an, Geld. Wir haben, zumindest schaut es danach aus, einen Geldtransporter. Also wird es wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen. Und dann werden wir wahrscheinlich mehr über Lincoln erfahren. Wir haben ja schon erfahren, dass er in der Armee war und alles. Also schon einiges mitbekommen. Aber was jetzt da genau los ist und in welcher Art und Lage wir uns befinden, das werden wir wahrscheinlich alles erst rauskriegen.
Wahrscheinlich was mit das Mafia zu tun hat. Kann zumindest sein. Was dagegen haben, wenn du da mit deiner Knarre aufkreuzt? Ich lass sie einfach unter dem Sitz. Also die Musik, muss ich sagen, ist sehr stimmig. Was meint ihr? noch sehr entspannt alles. Oje. Diese gefälschten Ausweise ihr Geld wert sind. Gefälschte Ausweise, okay, also es wird schon, wir kommen schon näher ran an das Ganze. So, wir stellen uns mal hier hin, würde ich sagen. Fort hinten zur Laderampe. Scheint zu funktionieren. Wir geben uns also als Geldtransporter wahrscheinlich aus. Kann sein, dass die Jungs manchmal einen etwas rauen Ton am Leib haben. Ich bin schon öfter ein Nigger genannt worden. Schon klar. Nimm's nur einfach nicht persönlich, wenn ich da mitmache. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass wir an die Kohle rankommen. Okay, also unser erster Job startet hier auch schon mit einem ziemlich hohen Auftrag. Hier direkt in die Bank. Es ist heiß. Schlagen wir zu. Okay. Alles klar. So, machen wir uns bereit. Der schaut uns jetzt hier an. Los geht's. Hallo. Einmal die Ausweise an die Scheibe halten, bitte. Wir sollen das Geld verbrennen. Ah, schöne Sache. Was zur Hölle macht denn die Pissnacki hier? Positive Diskriminierung. Weiß doch, wie es ist. Das ganze verdammte Land geht den Bach runter. Okay, wir werden schon mal höflichst empfangen. Mitkommen. Und du? Lad die Säcke aus dem Transporter. Du bringst sie in die Brennkammer runter. Okay, sehr rassistisch hier. Also, so wurden wir ja schon bezeichnet. Meist kleine Scheine. Wenn wir fertig sind, soll Miss Gill dein Büro anrufen und die Lieferung bestätigen. Vielen Dank. So, gut. Wir bringen jetzt das Geld irgendwo hier in die Bank rein. Wahrscheinlich hier Tresorraum überprüfen, verbrennen. Wurde ja was gesagt. Die Schrotflinte muss abgegeben werden. Hast du auch eine Waffe? Bin noch in Ausbildung. Gut. Eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Du kannst dich auf dem Weg nach draußen wieder abholen. Immer auf den Azubi. Immer wieder dasselbe hier. Die Kammer ist unten im Keller. Hier lang. Also ich muss sagen, grafisch macht das Spiel schon ein bisschen was her. In dieser Gegend. Ich war eine Weile drüben in Georgia. Er ist gerade aus der Armee raus. Mein Cousin versucht seit über einem Jahr hier einen Job zu kriegen. War für 2 Touren in der Navy, hat Orden bis zum Umfallen, aber die Regierung sagt ihm, danke, aber nein, danke. Das ist der größte Mist, den ich je gehört habe. Schon traurig, wenn gottesfürchtiger Weißer einfach keinen Job kriegt, aber der erste Nigger, der reinstolpert, sofort eingestellt wird. So, das sieht mir doch ganz gediegen nach einem Reservoir aus hier. Da vorne ist das Gold. Rum da hinten. Oh ne, das war kein Gold, das sind einfach nur Paletten. Scheiße, sieh dir das an. Hatte ja keine Ahnung, dass das so viel Gold ist. Ah, doch, Gold. Das Geld ist immer in Bewegung wegen des Kriegs. Mal ist es hier, dann wird es nach Dallas geschickt. Schöne Sache. Zurück. Ergibt aber keinerlei Sinn. Da sind wir. Stell die Säcke auf den Tisch da. So. Ich kannte das hier gar nicht. Hätt's mir größer vorgestellt. Läuft wie am Schnürchen. Es gibt nur dann ein Problem, wenn das Rohr verstopft. Scheiße, ist das eine Hitze hier drin. Früher haben wir Kohle verfeuert, aber vor einem Jahr oder den Wachmann der Brennkammer erledigen. Das können wir auf jeden Fall machen. Das sieht mir auch ganz nach Hitman-Style aus hier. Oh! Oh, ein bisschen gröber als Hitman. Einfach gegen den Ofen hauen und dann funktioniert das schon. Das gefällt mir schon. Also die Art und Weise gefällt mir. Die ist gut. Anscheinend
Und halt den Arsch unten, nicht dass die uns dran kriegen. Okay, sehr gut. Agent 47 Style. Oh, okay, wir haben hier zwei. Wir warten mal kurz ab, gehen auf die Seite. Oh, okay, so schlagen wir, das ist schon mal gut. Okay. Ich hab doch unser altes Haus vermietet, weißt du noch? Hab da gestern Abend angerufen und denen gesagt, ich wollte das Haus verkaufen. Sehr schön. Das gefällt mir wirklich. So ein Typ namens John quatscht da auf mich ein. Laut Mietvertrag hätte er das Recht auf 30 Tage Kündigungsfrist und fragt mich, wie er denn in 2 Wochen eine neue Bude finden sollte. Ich habe ihm geantwortet, das sei ja wohl nicht mein Problem. Das Haus... Uiuiui, das tut weh. Oh, da hinten ist auch meine Waffe hier. Okay, wir müssen uns wahrscheinlich ein bisschen beeilen. Wir haben nicht unendlich Zeit. Aber jetzt heißt es erstmal Geld, ja. Leck mich am Arsch. Los, fang an, Godzilla. Heilige, verfickte Scheiße. Ist ja Wahnsinn. Ich sehe mich erstmal hier um und du checkst, was du draußen kriegen kannst. Wenn die anderen mit dem Bohrer durch sind, werfen wir hier alles runter. Oh, Scheiße. Hey, hast du den Alarm ausgelöst? Scheiße, ich hab nicht gewusst, dass hier drin noch eine Anlage ist. Okay, wir müssen die Wachen aufhalten, bis Danny das Loch gebohrt hat. Na super. Wir geben jetzt nicht auf. Wir geben auch nicht auf. Aber das wird jetzt ein Blutbad, das weiß ich jetzt schon. Okay, gut, wir haben doch da auch irgendwo hier die schicke M249 oder so gehabt. So, gut, mal schauen. Maus Mitte gedrückt halten, dann können wir Waffen wechseln. Schnell wechseln, Bild nach unten. Alles klärchen, machen wir. Guten Tag. Gehen wir ganz kurz hier durch. Ah, Thompson. Sehr schöne Sache. Das gefällt mir schon eher. Schöne alte Kanonen. Besonders so Schnellfeuerwaffen. Au. Wenn das Magazin dann doch leer ist. Oh, Mist. Okay. Wir müssen eigentlich mal schauen, dass wir da durchkommen. Oder wir nehmen uns die Schrotflinte. Aber wir haben nicht sehr viel Munition. Und der versteckt sich da hinten hinter der Wand. Na komm. Zeigt's euch. So stelle ich mir das vor. Ich habe Sichtkontakt zum Verdächtigen. Ich übernehme die Führung. Oh. Bisschen brutal ist es schon. Einfach hier das ganze Blut am Boden. Aber die Animationen gefallen mir wirklich. Ja, ein bisschen mehr als das standardmäßige Umfliegen. So automatisches Ziel, das haben wir aus, soweit ich weiß. Also das brauchen wir so und so nicht. So, da hinten liegt noch einer. Aber ich glaube, den kriegen wir von hier nicht so gut. Okay. So, mal schauen. Schnappen wir uns mal hier ein bisschen Munition auch für die anderen Waffen. Und vielleicht noch ein bisschen, paar andere Waffen noch dazu. Wenn wir noch länger kämpfen müssen, dann wäre es, glaube ich, besser, wenn wir gut bewaffnet sind. So, okay, wir stehen schon mal nicht schlecht, ja? Verdammt, da haben wir voll in ein Wespennest gestochen. Ja, das ist ganz laut sagen. Unsere einzige Möglichkeit hier rauszukommen. Spring du oh ja, bitte. Ich gebe uns Deckung. Die Waffe gefällt mir. Mein Dad reißt mir den Kopf ab, wenn er das erfährt. Geh auf! Wir sind schon in der Bank und rauben die aus. Und der sagt, mein Dad... Wer mit dem Scheißteil? Mein Dad bringt mich um, wenn er das rauskriegt. Alles klar. Schöne Sache, schöne Sache. Ich würde sagen, jetzt muss doch hier Godzilla ran, wie er schon gesagt hat. Bewege den Cursor in den grünen Bereich, dann linke Maustaste. Alles klärchen. Drücke eben die Anzeige im grünen Bereich. Das machen wir. Alles klar. So. Jetzt müssen wir erstmal hier rausfinden, wie das Ganze funktioniert. So. Jawohl. Schloss geknackt. Auf geht's. So, und jetzt nehmen wir uns hier die M60 oder was das ist. Schaut mir doch ganz danach aus hier. Stattliche Waffe. Okay, können wir uns noch hier die Pistole auch noch zusätzlich schnappen? Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. So, sehr gut.
sie mit dem Rauch fertig. So, wo ist denn der? Da ist er. Hab wesentlich Schlimmeres erlebt im Namen. Das hier ist doch Kinderkacke. Bleib nah am Tresorraum, achte auf den Bohrer. Ich kümmere mich um diese Arschgeige. Oh ja. Oh ja. Das werden wir. Oh. Da kommt was auf uns zu. Da kommen einige. Seine Jungs überall gehabt. Einer hat in der Reinigung gearbeitet und die Uniformen beschafft, die Georgie Marcano und Lincoln am Tag des Überfalls getragen haben. Ein anderer war Hausmeister bei der Federal Reserve Bank und hatte eine Planskizze geliefert. Der Überfall auf die Federal Reserve Bank war perfekt getimt und wäre völlig unmöglich gewesen ohne die Mitwirkung von Sammy Robinson, Lincoln Clay und dem Rest der schwarzen Mafia. Jetzt hier ein kleiner Flashback, eine Woche vor dem Raub. Frisch aus Vietnam zurück? Ja, wieso? Ich war ein Marine im Pazifik. Ich sag dir jetzt mal was. Du bist zwar daheim, aber noch nicht zurück. Verstehst du? Mhm. All die Menschen hier, die... Die kapieren das nicht. Werden sie auch nie. Hey, sieh zu, dass du sauber bleibst. Oh ja. Ach, entschuldige die Verspätung. Ich stand auf der Brücke im Stau. Ach, kein Problem. Verzeihung, Sir. Ich suche meinen Stiefbruder Lincoln Clay. Wo ist er? Früher bist du bei der kleinsten Verspätung ausgerastet. Du blödes Arschloch. Oh, so kenne ich dich. Wie war die Reise? Ach, weißt du, das erste Mal seit 4 Jahren hat mir keiner gesagt, wo ich hin soll, was ich tun soll und wie ich es tun soll. Das war der Knaller. Wie geht's denn deinem Alten? Mann, fang bloß nicht mit Pops an. Er muss endlich mal seinen Arsch hochkriegen. Also ist ja alles wie immer. Ich sag dir, du hast keine Ahnung. Mann, oh Mann. Scheiße, Alice. Sieht spitze aus. Ja. Wie ich ihn hinterlassen hab. Er wird mich nie trauen, mit deiner Karre Scheiß zu bauen, Mann. Dann mal los. Fahren wir nach Hause. Okay, wir fahren jetzt anscheinend in eine Woche vorher nach Hause, so gesehen. Lincoln scheint gerade eben hergekommen zu sein aus Vietnam oder je nachdem. Und jetzt geht's, es scheint nach Hause in einem coolen Fahrzeug. Sammy, geht's gut? Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst, saß er auf glühenden Kohlen. Und wenn das Flugzeug abstürzt, wenn der Zug Verspätung hat, wenn die ihn zurückbeordern... Dann hat er sich mit einem Whisky ans Küchenfenster gestellt, als ob er dachte, du kämpfst gleich den Bürgersteig lang. Sag aber nicht, dass ich dir das erzählt habe. Mach ich nicht. Seit der Sache mit Mama... Scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Er wird froh sein, wenn du da bist. Okay, also zur Fahrzeugsteuerung. Ich bin gespannt, wie sich das auf der Simulationseinstellung fahren lässt, weil... So wie es jetzt sich fahren lässt, ist eigentlich ganz arcade-lastig. Normal. So, die Polizei greift dich an, wenn du in ihrem Sichtbereich Verbrechen begehst, dich verdächtig verhältst oder auch nur gegen Verkehrsregeln verstößt. Die Polizeibeobachtung wird durch eine blaue Markierung in der Bildschirmmitte angezeigt. Okay, das ist cool. Erinnerst du dich noch an Marty und Ron Langford? Klar. Die kamen nach Empire Bay, als du gerade ein Jahr weg warst. Sie verkaufen Gras. Die haben angerufen und gefragt, ob ich was haben will. Ich hab ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls, vor einem Monat kriege ich Post von Ron und Marty. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für ihr Hund. Glaub nicht, dass Sammy da scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt. Geht keinem was an. Aber darüber muss ich mit ihm reden. Keine 3 Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar an den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Als ob wir überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. H ist kein Joke. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihm die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, Mann, das weiß ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Sal sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann es vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French Ward.
Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wir ihm seinen Anteil geben. Ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber Age ist kein Spiel. Mach doch mit. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch drei teilen. Weiß nicht. Ich zieh mich mal zurück und denk eine Runde nach. Ja, gut. Schon klar. So, bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze, was in Sammys Bar passiert und wie das Ganze weitergeht im nächsten Video an. Ja, das wird jetzt sehr bald schon kommen. Und dann wird es wahrscheinlich auch das Ganze aufgeklärt mit der Vorgeschichte, beziehungsweise werden wir dann auch mehr vom Bankraub erfahren. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen des ganzen Prologs jetzt hier im Moment noch und hoffe, dass wir dann im nächsten Video endgültig weiteres erfahren werden. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Komm, wir gehen vorne rein.